So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir AU abgeschlossen. Und NM, bin ich ganz ehrlich, bin ich aktuell nicht so wild drauf. Ich habe die Level schon mal gesehen und naja, so spannend sahen die jetzt nicht aus. Können wir gerne mal spielen, wenn es euch interessiert, aber ja. Erstmal würde ich die spielen hier. US oder Japan? Ich würde fast Japan noch aufheben, weil darauf habe ich ein bisschen Vorfreude. Ich glaube, die sind lustig. Ich weiß es nicht, aber so wie ich mir das vorstelle, wenn's so, wenn ich mal typisch in Vorurteilen denke, sollten die Japaner-Level ziemlich krass sein. Deswegen starten wir mit US. Das sind auch die meisten drin, glaube ich. Und ich denke, da haben wir einiges erstmal zu tun. Was haben wir hier? Alles lauter Invitationals haben wir hier. Was ist das denn? Und dann kommen normale Level. Aber erstmal die ganzen Invitationals. Okay. This course was featured in the Super Mario Maker 2 Invitational. Ach so, sind das dann so Level, die in so Demos oder sowas waren, wo so Tour dann war oder sowas. Das heißt, man konnte das Level praktisch in der De... Das heißt, man konnte das Level in der Demo spielen. Ist das sowas in der Richtung? Dann haben sie versucht, mit den Leveln ja alle möglichen Features und so ein bisschen darzustellen, ne? Ey, weh, ich werde jetzt hier noch öfter getrollt. Ich spring dir ins Gesicht, Nintendo. Aber ja, klar, dann ist das so ziemlich das, was sie demonstrieren wollten. Okay. Hey, und guck mal, es gibt auch Autos. Ja, es kommt mir fast sogar ein bisschen bekannt vor, als hätte ich das irgendwo schon mal gesehen. Aber kann mich jetzt auch täuschen, weil ich mir das jetzt einbilde. Keine Ahnung. Ja, doch. Aber doch, das ist... Hä? Hä? Ist da eine Tür hinter den Springboards? Nice. Wie auch immer. Okay. Und jetzt kommt noch der Endkampf. Hundertprozentig kommt noch ein Endkampf. Wenn es ein Invitational war, dann kommt auf jeden Fall noch ein Endkampf am Schluss. Gut, erstmal kommt was mit der Katze. Das ist auch klar. Was kommt denn jetzt alles? Ach so, verstanden. Jetzt gibt es jetzt einmal für einfachen Schwierigkeitsgrad und für den schwierigen Schwierigkeitsgrad oder so. Hier geht es ein bisschen schneller, dann nehme ich aber den blauen. Grün ist mir zu langsam. Also ich soll hier warten, jetzt habe ich es verstanden. Ah! Alles klar. Und Nintendo so, guck mal, was wir Geiles bauen. Und die Leute so, yay. Und Nintendo so, guck mal, hier ist unser Multiplayer. Ja. People will be able to play together. We are Multiplayer. Nice. Turns out... It's Bullshit. So.
Das ist mal ein Level, wa? Das ist mal ein Level. Und dann spielst du das so in der Invitational und dann denkst du dir so, yeah. Solche Level werden die Leute bauen. Es wird nur solche Level geben von Mario Maker. Es wird unfassbar gute Level geben. Ganz viele. Und dann kommt wieder so ein Till Ole. Und ruiniert einfach alles. 13 Sekunden, okay. This was designed to play together. Ja. Alles klar. Dann playen wir den Kurs mal together. Ich bin dumm. Ich hab's falsch rumgesehen. Uiuiuiuiui. Danke für nix. Und Nintendo so, guck mal, On-Off-Blöcke und Pause. Ne, Pause gab's schon immer. Hä? Was auch immer gerade passiert ist, wir sind im Ziel. Okay. Ich hab das gerade nicht verstanden. Finals Invitational. Auch in 11 Sekunden machbar. Ja Mensch, let's go. Und Nintendo so, guck mal, wir haben auch Wind. Die ganzen tollen neuen Features werden hier vorgestellt. Das ist das schönste Feature überhaupt. Wind. Ach so. Ja gut, ich muss den drücken, aber... Ach so! Jetzt habe ich verstanden. Oh. Fun Fact. Ist sie halt wirklich. Es geht halt nichts mehr. Scheiße. Das ist passiert. Aber gut, wenn es nur mit einem Joy-Con spielbar ist, hole ich mir einfach mal ganz schnell hier meinen Ring fit. Und stöpsel den hier mal ganz schnell aus. Und wir spielen einfach gerade mal mit einem Joy-Con weiter. Hä? Ach, die zwei muss ich drücken. What? So? Ah ja. Okay, das wird super un... Oh mein Gott, das kann ich... Oh mein Gott, das kriege ich nicht hin. Also dieses Level vielleicht schon. So, jetzt kommt nicht der P-Switch zu mir. Aber... Oh mein Gott. Das kann ich nicht spielen so. Da ist ja überhaupt keine Präzision möglich. Das ist ja eine Katastrophe. Oh mein Gott. Gibt es irgendjemanden, der nur mit so einem Mini-Ding spielt? Das geht ja gar nicht. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich hoffe, die nächsten 20 Minuten geht das einigermaßen. Invitational 2019, Finals 2.
Diskurs was featured on the Super Mario. Ja, ja. Ich brauche das gar nicht lesen. Die Beschreibung ist völlig irrelevant. Und Nintendo so, guck mal. Wir haben auch Missionen. Und das Ziel ist nicht auslösbar, solange du die Mission nicht erfüllst. Zum Beispiel Münzensammelmission. Hä, wie drücke ich denn jetzt? Welche ist denn das jetzt? Ach du Schande. Ja, genau. Es sieht gerade aus, als ob ich noch nie Mario Maker gespielt habe. Ich kann mit dem Ding nicht spielen. Das ist ja unglaublich. Oder geht das nicht? Kann ich so gar nicht darüber? Soll ich das so machen? Und Nintendo so, guck mal, wir haben auch Greifhaken. Und schlechte Spieler. Oh mein Gott! Nein! Ah, das muss doch gehen hier. Jetzt mal ohne Witz. Dass das nicht geht, wundert mich. Aber gut, vielleicht ist dafür genau die Ranke da. Kann schon sein. Trotzdem ist mein Spielskill gerade noch schlechter als eh schon. Und Nintendo so, guck mal. Es gibt auch endlich wieder den Wirbelpilz aus Super Bros. U Dings. Aus New Super Mario Bros. So rum. Glaub, den gab es im ersten noch nicht, oder? War das nicht so ein neues Feature, wo sie voll stolz drauf waren bei den Demos, als sie das gezeigt haben? Nice. Ist da oben noch was versteckt, Nintendo? Ha? Lame. Ich hätte da noch was versteckt. Na gut. Wir haben nichts mehr versteckt. So. Und jetzt kann man ins Ziel. Unfassbar. Wait. Da ist jetzt aber noch was versteckt. Oh, wie lame. Nintendo, bitte. Für ein Invitational-Level hätte ich da definitiv ein Secret hingepackt. Warum denn nicht? Wie schlecht. So, ich muss ja irgendwie meinen schlechten Spielstil gerade. Also für alle, die gerade eingeschaltet haben. Ich kann nur mit Joy-Con spielen, gerade weil mein Controller leer ist. Deswegen sieht das katastrophal aus, wie ich spiele. Noch mehr Finals. Unfassbar. Unfassbar. Wie viele Finals gibt es denn? Yoshi ist aber nicht neu, den gab es schon, ne? Ist hier jetzt irgendwas? Was ist jetzt hier neu, was sie zeigen wollten? Ich weiß es nicht. Yoshi gab es schon, glaube ich. Ich glaube, die Bewegungsdinger sind neu. Ja, ja, klar, hier wieder ein Off-Kram. Oh, Junge. Stehe ich da safe? Nope. Kommt Yoshi davon selber runter? Bin ich blind? Ups, ich habe die Säge nicht gesehen. Weil ich auf Yoshi geguckt habe. Der sich gerade verabschiedet hatte. Der gesagt hat, ciao. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Ah, und die Ringe sind, glaube ich, auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Runter mit dir, Yoshi. Runter mit dir. Nicht da hoch wieder. Wie soll ich jetzt da hoch, ohne dass mir das Ding erwischt? So, runter, Yoshi. Okay.
das der du darfst Yoshi nicht mitnehmen Knopf? Nein. Geil. Mach's nochmal. Danke. Oh mein Gott! Und Nintendo so, guck mal, wir haben Plattformen, die sich nach links und rechts neigen können. So. Eieieiei. So, jetzt war es aber mit den Finals, ja? Oder gab es noch eins? Es gab immer noch ein Final. Das ist jetzt mit Torte, oder was? Ich sehe deine Torte. Das ist auch ein langes Final. Ich glaube, das ist dann das wirkliche Final-Level gewesen. Kann das sein? Dann hätten wir die Invitationals in einem Part auf jeden Fall durch. Ich werde den Part jetzt nicht zu lange machen, weil ich muss echt den Controller. Ich kann so nicht spielen. Das geht voll auf. Ah, nee, da ist die Torte. Ich dachte, die gibt es am Schluss. Das ist nicht meine Torte. Und Nintendo so, guck mal, wir haben jetzt auch steigende Lava. Ich weiß nicht, vielleicht gab es im Original auch schon. Ich glaube, die gab es im Original auch schon, oder? Oh mein Gott, die steigt richtig schnell. Ach so. Ach so. Und wenn man denkt, das ist ein Speedrun, kommt plötzlich Bum Bum aus der Luft. Wait, aber Bum Bum kann doch einfach hier runter. Tschüss, Bum Bum. Tschüss, Bum Bum. Wer braucht schon Brücken, wenn er Bum Bum töten kann? Ich wollte gerade sagen, und Nintendo so, guck mal, wir haben jetzt auch Münzenschlüssel, aber ich glaube, die gab es auch schon vorher, oder? Oh, ist das jetzt gut? Ich gehe nochmal zurück. Den letzten machen wir lieber einzeln. Weil da könnte ich ein bisschen Quatsch machen sonst. So. Checkpoint. Oi. Kein Checkpoint. Checkpoint. Oh boy. Oh mein Gott, das haut ja nicht mal hin. Hä? Ach so, ich darf mich nicht zu sehr bewegen. Doch, ich muss mich weiter bewegen. Ah, Moment, wie geht das? Ich dachte, ich muss einfach vorne stehen, aber das reicht nicht. Doch, das reicht. Aber ich muss das vorne ausbalancieren, okay. Und da es gerade auch ein bisschen rutschig ist, macht es das gar nicht so simpel. Immer so ein bisschen nach vorne und wenn ich zu weit vorne bin, dann wird nämlich das immer enger. Seht ihr das? Das wird knapp, okay. Huiuiuiui. Okay, oh mein Gott. Den lasse ich erstmal fallen. Den lasse ich auch erstmal fallen. Den lasse ich auch erstmal fallen. Ach du Schande. Hüppa! Das spielt sich so komisch mit Joy-Con. Es ist mir unbegreiflich, wie man dieses Spiel ohne Pro-Controller spielen kann. Nintendo, ist das euer verdammter Ernst? Wahrscheinlich hätten wir rüberlaufen können. Oh, Junge. Oh, wir machen hier nicht Getting Over It. Und jetzt segeln wir wieder ganz nach unten. Das wollen wir nicht. So. Ich dachte, jetzt kommt ein Gegner. Ah, verstanden. Es reicht nicht. Nein! Wo ist da? Wir machen hier fast doch Getting Over It. Nein, Getting Over It wäre man jetzt ganz am Anfang wieder. Zum Glück hier nicht.
Eieiei. Hoch jetzt. So. Kann ich mich trauen zu rutschen? Ich traue mich nicht. An Haus. Immerhin war da ein Checkpoint. Aber da sollte man wohl schnell möglichst durch. Oh, da ist mein Boss. Achso, der geht aber gar nicht. Ah, Boss verstanden, leider verhauen. Ich muss zurück auf die Plattform dann. Okay. Wobei, eigentlich müsste ich nur an Bowser vorbei. Ich muss den nicht mal besiegen, aber in dem Fall muss ich ihn besiegen. Spannend. Meine Herren. So. Das war das. Uff. Uff. Alles klar. War das jetzt das letzte Final von den Invitationals? Ja. Jetzt haben wir noch bei den US normale Level. Oder sind das auch Invitationals und die haben jetzt nur den Dinger Namen gegeben? Na, also auf jeden Fall ist es für irgendwelche Festivals gewesen. Für irgendwelche Vorschauen. Das jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Das ist jetzt wieder ganz normale Level. Okay. Vielleicht schaffen wir ja die zwei noch. Wie lange dauern die so? Kurz. Okay. Sah jetzt auch nicht schwierig aus, sollte also auch mit einem Joy-Con machbar sein. Katzi! Nintendo, so guck mal, man kann jetzt auch rutschen. Aua, aber das konnte man eh gerade schon. Ah ja. Gehen die nicht kaputt? Achso, die kann ich ja. Gehen die nicht kaputt? Ich kann die in die Hand nehmen. Guten Morgen! Yay! Nein, da gehen wir nicht rein. Katze! Stern. Ergibt jetzt ein bisschen mehr Sinn. Ja, ist richtig. Guck mal, Mickey Mouse. Deswegen war das auch für die Disney-Mickey-Dings irgendwas. War für irgendein Disney-Event auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr welch, hab's nicht mehr im Kopf. Steht ja gleich wieder da. Wir spielen ja noch drei so Level, für die das auch war. Also hier holt man sich den Weltrekord auf jeden Fall, indem man den Stern einfach links liegen lässt. Das ist schon mal ganz klar. Wie nah kommen wir an den Weltrekord ran? Ich brauche auf jeden Fall die Katze dafür. Sonst wird das nichts. Ich mach Quatsch. Hör auf, Quatsch zu machen. Lauf. Lauf schneller. Okay. Nicht mal ansatzweise an die 20 Sekunden rangekommen. 26 Sekunden ist viel zu viel. Nee. Nee. Kommen wir nicht hin. Dakota's Frozen Flames, auch ein kurzes Level. A Radio Disney Music Celebration. Ah ja. Was ein Event. Das Radio Disney Music Celebration Event. Wer kennt es nicht?
Am Ende erwarte ich auf jeden Fall wieder einen Mickey Maus Kopf. Sonst ist es kein Disney Event Level. Ja, ganz toll. Danke für diese großartige Präsentation. So, gibst du den Schlüssel oder nicht, ist jetzt die Frage. Ich wette, ich verschwende meine Zeit mit dir. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich meine Zeit verschwende. Dann ist hier nämlich schon Schluss. Wieso gehen die Eisblöcke eigentlich nicht... Ach, guck mal, wir schreiben hier das Event auf. Oder so. Ich weiß nicht, was da drin war. Hätte man mit dem Koopa holen sollen. Ups. Wahrscheinlich ein Leben. Ist jedenfalls im Boden kaputt gegangen. Hoppla. Muss ein Leben gewesen sein. Oder nochmal ein Pilz für die Leute, die zu doof sind, am Schluss übers Ziel zu kommen. So. Southwest Super Sky Challenge. Ach so, jetzt sind wir schon über dem raus. Ach komm, die Level schaffen wir auch noch. Die scheinen jetzt nicht so schwer. 25% sollte auch mit Joy-Con drin sein. So, wie viele Münzen muss ich sammeln? 50. Jetzt haben wir mal Flugzeuge. Ah. Das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Wahrscheinlich hat es irgendjemand mal gespielt. Keine Ahnung. Au. Das sind ganz schön brutale Flugzeuge. Hilfe. Wenn ich wüsste, wie knapp das ist mit den Münzen, ne? Dann wüsste ich, wie viel ich mich trauen kann, rumzueideln. Gib mir den. Der ist wichtig. Aber hier, die sind viel wichtiger. Nein, schieß mehr. Danke. Schieß nach da. Hier bin ich. Schieß hier hin. Okay. Hier sind auch Coins drin. Ja gut, dann haben wir die Coins gleich zusammen. Easy. Okay, die Coins sind nicht das Problem. Gut. Aber überhaupt nicht. Holy shit. Ja, wow. Du brauchst ja nicht mal die Fliegenden einsammeln, wenn du hier so viel hinterhergeschmissen bekommst. Ja gut. Ja gut. War nicht sicher, ob Gegner oder Wolke. Okay. Sagen wir mal, so 70 wären vielleicht eine Challenge gewesen, aber 50 nicht. Am Ende ist es auf 90 gekommen, obwohl wir... Am Ende ist es auf 90 gekommen, obwohl wir uns keine Mühe gegeben haben. Starlight Spin. 6,78%. Oh, jetzt wird schon kritischer. Singleplayer oder Multiplayer? So. Was haben die offiziellen Baumeister als Multiplayer-Level sich denn so gedacht? Jetzt bin ich aber gespannt. Das war dumm. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber es ist mit On-Off. Nintendo. Ein Level mit On-Off. Im Multiplayer. No. No, Nintendo. No. Tut mir leid, euch da zu enttäuschen. Ah, das funktioniert leider nicht, weil in dem Moment, wo der da oben jetzt auch spielt, der Kollege... Hm, fällt euch was auf? Es könnte schief gehen. Ich bin ein Held. Danke. Danke, danke, danke. Für den Applaus. So, aber es heißt ja eh Star Spin, also machen wir das ganz anders. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. No.
Oh Gott, funktioniert das noch? Ja. Viel zu gut funktioniert das. Oh mein Gott, es funktioniert halt wirklich. Lul. Alles klar. Sollte man eigentlich mit dem Swamp machen, aber wir machen das einfach ohne Swamp. Sehr schön. Langsam habe ich mich daran gewöhnt, mit dem Joy-Con zu spielen. Es ist nur eine Gewöhnungssache. Also ich ziehe das zurück. Man kann mit dem Ding durchaus spielen. Ich ziehe das zurück. Es ist nur eine Gewöhnungssache. Es ist halt anders. Forest Adventure awaits. Und wir müssen 100 Münzen sammeln. Ne, müssen wir nicht. Das stand nur so dabei. Okay. Na dann versuchen wir alle Münzen zu sammeln. Bisher jetzt nicht so die riesige Challenge, die Münzen zu sammeln, aber das kommt sicherlich gleich noch. Ich bin ein Held. Ich bin ein sensationeller Held. Wow. Huldigt mich. Ich werde jetzt natürlich trotzdem sämtliche Fehler darauf schieben, dass ich mit Joy-Con spiele. Ne, ist ganz klar. Obwohl ich gerade zugegeben habe, dass man damit steuern kann, werde ich alle Fehler, die ich mache, auf den Joy-Con schieben. So funktioniert das doch, ne? Das ist ein bisschen... Das hat jetzt wirklich wieder was von Dings... von... Na, sag halt. Gott. Gott. Hoch. Uiuiui. Hier. Getting over it. Uiuiui. Wie soll man denn die Münzen hier eigentlich nicht sammeln? Die liegen ja alle komplett auf dem Weg. Ja, das war ja klar, dass sowas passiert. Aber man kommt auch hoch, wenn die weg sind. Weiß ich gar nicht, wofür die dann da sind. Ah, da unten ist... Jetzt muss ich da nochmal runter, wegen dem Coin-Block. Oder ist da nur ein Leben drin? Wenn da nur ein Leben drin ist... Ah, ich muss eh runter. Okay. Ah ja, gut. Es ist eh nur ein Leben drin. Yay! Wir stürzen ab. Zum Glück war da kein Gegner. So. Gib mir den Checkpoint. Gib mir den Pilz. Das ist nicht der Pilz. Ja, gut, dass das keine Sägen sind. Sondern die nur alle 3 Millionen Jahre kommen. Wenn ich da jetzt in irgendeine Säge reinraschel, dann raste ich aber aus. Ah! Wieso? 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 Damit ist die Coin-Challenge übrigens auch durch, weil die Coins nicht mehr mitgezählt werden. RIP. Ey, die letzten Sägen, ne? Das muss jetzt wieder sein. Unfassbar. Ja, jetzt brauche ich die Coins auch nicht mehr sammeln. Die zu sammeln wäre jetzt auch keine Schwierigkeit gewesen. Und das ist das Ziel. Na klar, die einzige Möglichkeit, wo man in diesem Level sterben kann. Wirklich mit die einzige Möglichkeit. Hallo? Wie soll man denn... Wie soll man denn da an die Münze kommen? Hä? Ach so. Die einzige Möglichkeit zu sterben. Und ich nutze sie. Ey, das ist halt auch wieder typisch. Aber gut. So ist es. Damit haben wir US mit einem Part abgeschlossen. Sehr schön. Und sind auch am Ende des Parts. Nächstes Mal wieder mit aufgeladenem Controller und... Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Huch. Hä? Ich wollte ins Home-Menü. Was ist denn das?
Hä? Man kann zoomen? Kann man das nur im Menü oder ist das? Wait! Ist das mit dem neuen Update gekommen? Es gab irgendein Update für die Joy-Cons. Wie habe ich das gerade ausgelöst? Ich wollte ins Home-Menü und dann ist dieser Zoom gekommen. Doppelt drücken oder was? Ach was! Das ist ja cool. Hä? Nein, kann ich das wieder... Hallo, zurück? Ändern? Ach so, ich habe auf Übernehmen gedrückt. Null. Also abbrechen dann, ja? Ah ja. Das ist ja auch faszinierend. Okay. Weiß nicht, warum ich jetzt da rein bin. Ja gut. Dann haben wir wieder was gelernt. Es ist ja interessant. Danke fürs Zuschauen. Warte, machen wir ein Abschlussbild. Übernehmen. Abbrechen. Ah ja, verstanden. Und tschüss.